Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 17 auf der On the Hills Map zusammen mit dem Bendodan. Grüß euch. Langsam hast du es auch drin mit dem Namen. Ja, ich glaube am Anfang konnte ich es, dann war ich irgendwie verwirrt und dann jetzt geht's wieder. Nee, Bendodan passt schon. Oh, ein Speicherleck. Ja. Gut, dass ich von sowas nicht mitbekomme. Ja. Ich bin das, ich bin der, der freiwillig... du bist das Opfer, ist. Ja. Ich bin das Opfer. Schön am Blitzer vorbeiballern hier, ey. Ich bin auf jeden Fall jetzt unterwegs zu Feld 6 und 7. Jo, ich auch. So, was war gewünscht da drauf? Gerste jetzt? Ja genau, Gerste. Also das Hinterweizen, ne? Ja. Ich gehe immer nur Nummer sicher, weil manche haben da echt Probleme mit, die ganzen Dinger auseinanderzuhalten. Also wenn ich mit anderen gespielt habe, die noch nicht oft Landwirtschaftssimulator gespielt haben, sage ich immer das Getreide mit den Haaren. Okay. Vom Symbol. Was ich mir zum Beispiel mal wünschen will, das fällt mir gerade so ein, wollten ja wieso mal drüber reden, was wurde sich für den LS19 gewünscht auf der FarmCon von der Community und vielleicht auch, was wünschen wir uns so ein bisschen. Aber was mir da auf jeden Fall gerade aufgefallen ist, man könnte es eigentlich so machen wie bei den Fahrzeugen. Der wird ja eingeblendet hier MF sowieso, ne? Beim Reintappen. Und beim Durchtappen durch die verschiedenen Fruchtsorten könnte man doch eigentlich auch mal eben Weizen anzeigen lassen. Weil gerade mit Multifrucht, wenn es dann losgeht mit Roggen und Hafer, da muss ich ehrlich sagen, da muss ich dann auch nachgucken, was denn jetzt was war, wenn ich damit nicht oft spiele. Da gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, wenn das im Grundspiel natürlich drin wäre, gerade für Anfänger, die jetzt noch nicht Landwirtschaftssimulator 15, 13, 11, 09, 08 gespielt haben. Ja, und gerade, wer weiß, was alles noch an Fruchtsorten jetzt mit dem Platinum kommt, ne? Also wir werden ja zumindest, wie heißen die Viecher nochmal? Zuckerrohr. Zuckerrohr. Genau. Was Zuckerrohr man in Deutschland ja sehen. So oft anbaut. Ja. Aber ich find's hochinteressant, also das Platinum-Addon, aber ich glaube, das geht jetzt... Das geht, glaube ich, schon auf ein Thema für die nächsten Folgen. Ja, das geht ein bisschen weit. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt zurzeit einen Mod, der das Ganze schon quasi löst, das Problem. Das ist dieser, findest du auch auf Modder, der Game Extended Mod oder Game Extension Mod. Da wird immer abwechselnd angezeigt, wie viel Füllstand du noch in deiner Sämaschine, in deinem Anhänger hast. Und dann wird immer, kommt in derselben Schrift, ploppt dann immer auf, was das Ganze ist. Also es ja, ist echt praktisch, optimal. Aber es ist halt wie gesagt wieder ein Mod, der durch einen fähigen Modder hinzugefügt wurde und ist halt nicht im Standardspiel vom Landwirtschaftssimulator enthalten. Ja. Aber ja. Das wäre definitiv ein Thema. Auf jeden Fall. Es gibt Mods, da kann man glaube ich alleine eine Stunde drüber reden. Oh ja. Ich glaube auch der Seasons Mod ist noch so ein Mod, über den wir sicherlich noch viel reden werden in der nächsten Zeit. Das war übrigens auch einer der auf der FarmCon gewünscht wurde, dass der im LS19 gleich mit implantiert ist. Ja. Natürlich als ein- oder ausschaltbare Version, aber er sollte drin sein. Ja. Ein- und ausschaltbar ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema da, aber ich glaube, dass das so langsam in eine Richtung geht, dass es einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten schon gibt, also dass es unübersichtlich wird. Und ich glaube, dass das eine schöne Lösung wäre, so für mich, fände ich das schön. Ich habe ja jetzt dir vorhin erzählt, ich habe mir jetzt im Steam-Sale mal wieder Anno gekauft. Also wer es nicht weiß, das ist so ein Aufbaustrategiespiel, ne? Da baut man halt seine eigene Kolonie im Endeffekt, seine eigene Stadt und dann muss die dann versorgen und noch eine Stadt bauen und noch eine größere Stadt und halt immer weiter. Irgendwann besiedelt man dann im neuesten Teil auch den Mond und sowas, also das ist ein bisschen... Irgendwann ist es dann so ein bisschen sehr zukunftsorientiert. Aber vielleicht kennt ja ein oder andere auch noch die alten Teile. Oh ja. Ich glaube gerade die alten 16, Teile, 02. So bis 1404, waren noch ziemlich beliebt, ne? Klar, weil das ein Setting halt war, das halt generell bei Spielern beliebt ist. Mittelalter. Mit diesem neuen 2205 kann ich persönlich auch nicht viel, also nicht so viel anfangen, wie jetzt beispielsweise die letzte 1404. Und du stehst dann wirklich da und hast vor, diese Kathedrale auszubauen oder zu bauen generell. Das war halt schon so das Highlight oder eins der Highlights in diesem Spiel. Ja. Auf jeden Fall ist es da halt so, wenn man einen Spielstand eröffnet, dann hat man wirklich erstmal, da wird man wirklich erstmal erschlagen mit Optionen. Kannst auf dem Euro genauso einstellen, wie viel Startgeld du haben möchtest, Strafen und so weiter. Also kannst wirklich 1000 Sachen konfigurieren am Anfang von dem Spielstand.
Aber wenn du dann einmal drin bist, fast gar nichts mehr. Und ich finde, da wird es dann bei beim LS auch Zeit für. Also wenn man du sowas wie Seasons, finde ich, dann sollte man einfach einen Spielstand machen müssen und am Anfang sich festlegen, will ich mit Jahreszeiten oder ohne Jahreszeiten. Und wenn ich mit will, dann kann ich halt auch nicht mehr switchen. Also jetzt ist Meinst es du? ja so bei den Düngestufen, da drückst du einmal dann auf die andere Düngestufe und dann wird das halt angepasst, ne? Aber da wäre es dann, finde ich, das geht so tief, da sollte man dann quasi einen neuen Speicherstand für anfangen müssen. Könntest ja auch das Ganze so lösen, indem du sagst, du hast, sage ich mal, für die, die damit jetzt nicht viel beschäftigen wollen, schon drei grundeingestellte Spielstände, Anfangsstände, einfach mittel schwer, wo gewisse Grundeinstellungen schon vorhanden Ja, oder genau, erstmal so ein vordefiniert Profil sind. schon. Genau, und dann gibt es halt noch den Reiter Benutzer definiert, wo du deine ganzen Schieberegler so einstellen kannst, wie es für deinen Spielstil genehmsten ist. Du möchtest mit Season spielen, aber beispielsweise ohne automatischen Motorstart, kein Problem, stellst es in einem benutzerdefinierten Profil selbst ein. Ansonsten, wenn du faul bist, gleich loslegen möchtest, holst du dir eins der vordefinierten. Genau, Also, einfach, was das weiß wäre ich, die auf Wille so. einfach klicken und dann hast du so eine LS, wie man den halt kennt, wird genommen. Von den Optionen her, dass sich jeder das einfach so anpassen kann. Aber ich glaube, da geht auch immer noch der Trend hin, was man so rausgehört hat. Giants will auf jeden Fall auch so Benutzerdefinierung bieten, ne? Ja, man merkt ja, wie erfolgreich das ist hier in diesem Teil. Ja, Ich meine, das. was Sie schön angesprochen haben, jeder will natürlich, jeder wollte es realistischer, realistischer, realistischer. Deins hat dem Ganzen entsprochen, hat der Pflanzensterben eingestellt. Nur, wie sie auch live auf der FarmCon gesagt haben, niemand nutzt es. Ja, Niemand möchte, dass irgendwie seine Felder verdorren. 95% haben es am Anfang direkt ausgemacht. Genau. Und das, Also, da wie bin gesagt. ich auch selber jemand. Ich habe auch teilweise mal Pflanzensterben aus. Will aber Ja, klar. gleichzeitig eigentlich mehr Realismus, ne? Also, es widerspricht sich ja irgendwo. Es ist halt, ich glaube, das sind Sachen halt, die kommen immer auf die Bedürfnisse des einzelnen Spielers an. Da kannst du, da gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern da gibt es halt sehr, sehr viele Abstufungen dazwischen, Ja, sehr, sehr manchmal viele hatte man darauf Bock Grautöne. und manchmal nicht. Klar. Beispielsweise, ich sage auch, ich versuche selbst so gut wie es geht, realitätsnah spielen. So, habe aber keinen Bock, immer, wenn ich jetzt um die Kurve fahre oder abbiege, einen Blinker zu setzen. Ich sag mal, wenn du mit Lenkrad spielst, und das ist übrigens auch ein Punkt, perfekte Überleitung, danke, wurde Als ob sich es abgesprochen gewünscht, wäre. endlich im Innenraum links und rechts Pfeile, ne, je nach Modell halt, dass angezeigt wird, in welche Richtung blinke ich gerade. Mein Blinker ist an, ist ja manchmal auch so eine Geschichte. Manchmal macht man den Warnblinker an, wenn man irgendwo hält, so im Multiplayer, weil man es ganz witzig findet. Fährt los, fährt eine Stunde übers Feld und dann fällt auf. Oh, ich war ja die ganze Zeit mit Warnblinker. Was ist denn mit mir kaputt? Genau, gerade weil es sehr, sehr viele ältere Spieler gibt, die ja jetzt auch auf der FarmCon waren und die sagten, okay, wir spielen halt gerne den Landwirtschaftssimulator Raum. Die spielen halt nicht so jetzt wie Uden oder ich, die ab und zu vom Innenraum in den Außenbereich tappen und umgekehrt, sondern die fahren rein nur im Innenraum. Und die haben Das. halt ganz klar gesagt, sie möchten definitiv gerne den Innenraum detailreicher gestalten. Wie jetzt wie Uden angesprochen hat, das Thema Blinken, das Thema Warnblinkanlage, aber auch beispielsweise jetzt in der Nacht beispielsweise beleuchtete Armaturen. Beziehungsweise auch, Das dass ist, die glaube ich, ein Menschen rangeht. Riesenpunkt. Ja, das ist Beleuchtete ein Riesenpunkt. Armaturen. Beim Grafikvergleich mit Cattle and Crops. Der ja durchaus viel diskutiert war und auch ich habe lange überlegt, ob ich den überhaupt so mache, weil man muss natürlich sagen, man vergleicht eine Demo mit einem fertigen Spiel und da gab es wirklich viele Stimmen, die in alle Richtungen gingen. Also manche haben gesagt, das tut sich nicht viel, manche Cattle and Crops tausendmal besser und manche LS ist ja jetzt schon besser, was soll denn da noch kommen von Cattle and Crops? Nur was ich persönlich, ich sag mal, ich finde, man muss immer diesen Grafikstil bei dem Vergleich außen vor lassen. Weil LS ist halt quietschig, bunt, ein bisschen überspitzt, sag ich mal, dargestellt. Alles halt eher so bilderbuchmäßig. Und Cattle and Crops probiert halt so ein bisschen realistischeren Grafikstil, aber auch nicht unbedingt mega realistisch. Also es ist so, es geht aber eher in eine realistischere Richtung grafisch. Und da muss man auch wissen, was man jetzt eher mag und was so ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich finde das Bilderbuchmäßige gut und vergleicht dann die Bäume miteinander,
dann würde ich sagen, dass die Auflösung und so von den Bäumen im LS besser ist. Zum Beispiel. Wenn man jetzt wieder beim Gras ist und sagt, okay, ich stehe auf realistisches Gras und sowas, dann ist wieder Kälte im Kopf besser. Also es ist so, es geht halt hin und her, ne? Und der einzige Punkt, wo ich jetzt so mega gesagt hätte, boah, ne, LS, da müsst ihr aufholen, war tatsächlich für mich, ich habe extra helle und dunkle Bilder genommen, also Nacht und Tag und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und sowas, so die Übergänge. Und da ist mir einfach aufgefallen, der LS ist von innen richtig cool, eigentlich von den Auflösungen der Displays, von den Knöpfen her. Das ist, sieht echt schon sehr, sehr, sehr gut aus. Aber was fehlt, ist echt nachts, da siehst du davon nichts mehr. Ja. Einfach zu und dunkel es wird halt auch nicht richtig. Ja, und es wird aber auch nicht richtig Nacht im Landwirtschaftssimulator. Du könntest nachts immer noch um 3 Uhr rausfahren, du könntest sogar fahren, ohne die Beleuchtung des Traktors einzuschalten. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, haben wir uns da nicht sogar schon drüber unterhalten, aber finde ich, eine der wenigen Reaktionen, die ich nicht so cool fand auf diese Frage oder mehr oder weniger der Wunsch von jemandem aus dem Publikum halt bei dieser LS19 Was darf nicht fehlen Runde auf der FarmCon, da hat Stefan Geiger drauf geantwortet, ja, uns fehlen da wohl teilweise die Bilder, wie die Geräte dann nachts aussehen. Genau, das war die Aussage, auch genau auf diese Frage, wo sich aus der Community heraus gewünscht wurde, der LS19 soll detailreicher sein, es soll nachts die Knöpfe leuchten, wie sie in real leuchten. Dann war leider die Aussage, die getroffen wurde, ja, wir haben aber nur Bilder von den Maschinen vom Tag. Wobei ich sagen muss... Ja, da denkt man sich doch einfach, dann besorgt euch doch welche bei Nacht, weißt du? Ja, das ist eine lahme Ausrede. Sorry, dass ich das jetzt einfach so, ich sage. Aber ich glaube, wenn die beispielsweise bei der Akkugruppe oder sonst wo sagen, ja, könnt ihr euch von euren Maschinen uns auch noch Bildmaterial zur Verfügung stellen, wenn die Traktor bei Nacht stehen und ihr fotografiert den Innenraum. Also ich glaube nicht, dass es daran wirklich hängt. Ich glaube, da müssen die auch keine Fotos machen. Da kannst du, da werden genug Fotos von existieren auch. Wenn sie Giants halt gerade nicht vorlegen hat, dann müssen sie sich die halt irgendwie besorgen. Aber da haben die Hersteller sicher Bilder von oder was weiß ich. Wenn du selber einen 700er Fendt auf dem Hof stehen hast, dann hast du vielleicht auch selber schon ein Bild auf dem Handy, wie der nachts aussieht. Ich glaube auch, wenn die Community wird da viel liefern. Und wenn es jetzt sagen, wirklich, wenn die sagen, okay, es gibt ja so viele Spieler aus der Community, die selber im Landwirtschaftsbereich, ob jetzt beim Lohnunternehmer, im Maschinenbaubereich oder selbst als Landwirte unterwegs sind, die spielen ja trotzdem das Spiel gerne. Und ich glaube, die würden so viele Bilder liefern. Ich glaube, da wüsste Giants gar nicht mehr, wohin mit dem allen. Ja. Aber, was ich auch noch so im Hinterkopf habe, du warst bei der letzten FarmCon nicht dabei, ne? Richtig. Ich wünsche es mir zumindest so. Ich wäre traurig, wenn es nicht so ist. Vor einem Jahr hieß es, wollten wir gerne machen Innenraumbeleuchtung, aber uns ging schlichtweg dann auf den letzten Monaten die Zeit aus. Weil da musst du halt für jedes Fahrzeug diese ganzen Lichter, jede einzelne Taste da einzeln so machen, dass die ordentlich leuchtet, ne? Also das ist schon deutlich Arbeit für die ganzen zig Modelle, die ja mittlerweile im LS sind, habe ich auch so ehrlich gesagt verstanden, konnte ich gut akzeptieren, konnte ich mit leben. Aber jetzt haben sie halt blöd genommen 2,5 Jahre von der ersten FarmCon bis LS19 Release in 1,5 Jahren dann vermutlich. Die Ausrede zählt nicht mehr. Dann zählt nicht mehr die Ausrede, wir hatten keine Zeit mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Fall Stefan Geiger vielleicht einfach nur sich um die Aussage ja kommt herumdrücken wollte. Natürlich. Ja. Also das hoffe ich zumindest, weil ansonsten... Also sonst war die Ausrede echt lahm, Alter. Ja, sonst war die echt ein bisschen schlecht, die Ausrede. Ja, das ist... spannend. Was auch gerade noch in dem Thema, also Realismus, waren eigentlich sehr, sehr viele Wortmeldungen seitens der Community, was auf LS19 nicht fehlen darf. Unter anderem auch... ja, jetzt seht ihr es gerade leider nicht hier in dem Traktor, aber ihr seht generell bei den Traktoren immer, dass die angeschlossen ist von den Maschinen. Ja. Was sich noch gewünscht wurde, oder was man auch einfach verstehen kann, ist die Tatsache, eine Maschine wird aber nicht nur mit einer Kardanschlauch angeschlossen, sondern du hast Hydraulikschläuche, die angeschlossen werden müssen, Elektrizität, die vom Traktor an die Anhänger oder an die Maschine übertragen müssen, dass da auch die Bremsanlage, beziehungsweise nicht die Bremsanlage, sondern die Bremslichter, beziehungsweise die Blinker funktionieren.
Und das war auch ein Wunsch der Community, dass es einfach heißt, bitte schließt nächstes Mal nicht nur die Kardanwelle an, sondern bitte simuliert das Ganze auch oder animiert auch, dass das ganze Schlauchsystem angeschlossen wird. Und das war halt auch ein Thema, wo ich auch sagen muss, klar, wünschenswert wäre es auf jeden Fall, aber die Antwort der Geschäftsführung beziehungsweise die Antwort, die uns dort gegeben wurde, war einfach, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist, was ich natürlich verstehen kann. Ja. Nicht jeder Traktor oder nicht jedes Traktormodell hat an den gleichen Stellen die Stecker dafür. Und was auch schwierig ist, wie fällt dieser Schlauch bei unterschiedlichen Höhen, also die Physik quasi vom Schlauch, wie sieht das Ganze beim Lenken aus, beim An- und Abkuppeln, damit das schön umgesetzt ist, glaube ich schon, dass das viel Arbeit macht, aber das ist auch was, wo ich glaube, wenn es nicht beim LS19 kommt, dann wahrscheinlich beim LS21. Ja. Boah, jetzt leben wir natürlich auch schon wieder zig Jahre in der Zukunft quasi, aber ich glaube, das muss eigentlich irgendwann mal, ist das eigentlich mal fällig. Klar, wie gesagt, der Landwirtschaftssimulator oder der LS von Giants wird an Cattle and Crops einfach auch lernen. Genauso wie Cattle and Crops die Entwickler an Giants und dem Landwirtschaftssimulator lernen. Ja, wahrscheinlich auch dann schon gelernt haben. Natürlich, dann bringen die einen was, das die anderen noch nicht haben, dann bringen wir uns die anderen aber nach, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Und am Schluss sind wir, die Community, die davon hoffentlich profitieren. Ja. Natürlich, weil einfach aus der Tatsache heraus, dass natürlich geguckt werden muss, man muss konkurrenzfähig bleiben. Es soll jetzt nicht heißen, die einen nehmen dem einen die Alpha weg oder umgekehrt, sondern ich persönlich würde mir wünschen, wie gesagt, dass beide Spiele erfolgreich sind im Markt. Ja. Und dass jeder eine gewisse Community hat, vielleicht auch Schneidungen, die natürlich dann stattfinden, aber dass alle nicht diese Hate-Welle ausbrechen, so wie Cattle and Crops ist viel besser oder Quatsch, der Landwirtschaftssimulator ist das viel bessere Spiel, sondern dass man gemeinsam den Landwirtschaftssimulator oder generell die Landwirtschaftssimulator-Simulation voranbringt. Ganze weiterentwickelt und die Spiele so werden, wie wir uns hier als Community wünschen. Jeder hat andere Vorschläge, jeder hat andere Vorstellungen, wie ein Spiel sein soll. Aber schlussendlich es sind alle Weiterentwicklungen, die es gibt, mal gut, mal schlecht, sie bringen das Spiel weiter. Sie bringen uns als Community weiter und das ist einfach dem Ganzen zu wünschen. Ich wünsche den Entwicklern von Cattle and Crops, dass sie mit ihrem ersten Spiel einen guten Marktantritt schaffen. Ich wünsche aber genauso gut, dass Land dem Team von Giants weiterhin ein so gutes Spiel gelingt wie der Landwirtschaftssimulator, wie bisher. Auch wenn er einfach seine Kinderkrankheiten hat, wie es regnet immer noch durchs Dach nach 10 Jahren. Aber es gibt immer noch, wie gesagt, Potenzial, das Spiel weiter voranzubringen. Und das ist einfach das, was ich mir persönlich als User, als ganz normaler Spieler einfach wünsche. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Abschlusswort für diese Folge. Genau, dann höre ich jetzt auch auf zu reden. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, in der Beschreibung findet ihr auch einen Link zum Kanal von Daniel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein und tschüss.